Die Gedanken schwirren. Keine Grenze, nirgendwo. Nur Möglichkeit. Unendlich ewige Ausdehnung, keine Grenze. Die Gedanken schwirren. Gedanken denken. Gedanken denken, Gedanken, ohne Grenze. Gedanken denken. Denken, Gedanken. Gedanken denken, Gedachtes. Erinnerung. Gedachtes erinnert. Klarheit des Gedankens. Die Gedanken schwirren. Kein plötzliches Kontinuum. Keine Explosion, wirbelnder Staub, flirrende Hitze, Energie, schwirrende Frakturen, ewige Ausdehnung, die Suche nach der Klarheit. Keine Explosion, Klarheit der Gedanken. Das ist die Lösung. Es krallt sich fest an Gedanken. Gedanken, denken, Gedanken im Kontinuum. Kein plötzliches Denken, ein klarer Gedanke reicht aus. Schwirren, summen, flirren, fliegen, nicht zu halten, keine Grenze, nirgendwo. Ein klarer Gedanke, in dem alles gefangen ist, wirbelnder Staub, das ist die Lösung. Wo? Im Trieb, eine Chimäre, nur zu fischen. Der Kopf explodiert, eine Chimäre fischen, schärfen, blickschärfen, rein aus Gedanken geschärft. Tausend Gedanken schwirren, zertrümmern die Klarheit, das ist die Lösung. Ruhe.
reine Konzentration. Explodierende Energie, klarer Gedanke, krallt sich fest, die schwirren, summen, flirren, fliegen, nicht zu halten. Nur ein klarer Gedanke ist wirklich erinnert, ohne Grenze, elektrifiziert. Reine Konzentration, plötzlich, er ist da. Ruhe, der Gedanke, der da ist, mit voller Wucht. Klar, Mann, der Gedanke, der einzige, der ausreicht. Klar, plötzlich da, fest, klar, in voller Wucht ist er da. Ohne Zweifel, er muss sterben. Leichtigkeit, ungelenkte Aufmerksamkeit, keine Auslöschung, sondern Erweiterung, keine Schmerzen, keine Angst. Der Körper liegt wie angestreift, wie eine Erinnerung an das Gesicht, das einmal meins war. Ich fühle Leichtigkeit, ungelenkte Aufmerksamkeit, eine berauschende Klarheit der Gedanken. Bewege mich durch einen Raum, durch eine Zeit, gefüllt mit Licht und Ruhe. Hier, denke ich, hier will ich bleiben. Doch es ist klar, ich kann nicht bleiben. Es drängt mich zurück. Es drängt mich einzutauchen in die Form, die einmal meine war und wieder meine sein wird. Und ich spüre meine nackten Zehen unter der Decke. Die meisten Neurowissenschaftler glauben, dass man ein vollständiges, funktionierendes Neuronennetz benötigt, um Bewusstsein zu erzeugen. Das ist aber im Datenfeld offensichtlich nicht gegeben. Gehirnströme sind wissenschaftlich betrachtet in einem Geist gegeben. Ist das Gehirn nicht mehr aktiv, kann man wissenschaftlich gesehen keine Erlebnisse mehr haben.
Wenn aber der Strom der Erlebnisse im Hirntod nicht abreißt, dann heißt das, dass Bewusstsein und Gehirn nicht ein und dasselbe sind, und dass das Bewusstsein außerhalb des Gehirns liegt. Wie kann das Ich beweisen, dass das Bewusstsein mehr ist als das, was in dem Gehirn gefangen ist? Das ging nur über die Erweiterung des Bewusstseins, über die Aneignung von Bewusstsein, auf das das Gehirn keinen Zugriff hat. Also über die Erfahrung von unterschiedlichen Ereignissen im gleichen Raum und in der gleichen Zeit. Das heißt, es muss das Raum-Zeit-Kontinuum durchbrechen. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird bei dieser Grenzüberschreitung eine ungeheure Menge an Energie frei werden. Die Idee ist klar. Das Ich muss sein Bewusstsein durch sich selbst erweitern. Es muss sich vervielfältigen und damit die Möglichkeit zur Protokollierung signifikant erhöhen. Die Hirnströme, die wissenschaftlich betrachtet der Beweis für Leben. Ist das Gehirn nicht mehr aktiv, kann man wissenschaftlich gesehen keine Erlebnisse mehr haben. Wenn aber der Strom der Erlebnisse im Hirn nicht abreißt, dann heißt das, dass Bewusstsein und Gehirn nicht ein und dasselbe sind und dass das Bewusstsein außerhalb des Gehirns liegt. Wie kann das Ich beweisen, dass das Bewusstsein mehr ist als das, was in dem Gehirn gefangen ist? Das geht nur über die Erweiterung des Bewusstseins, über die Aneignung von Bewusstsein, auf das das Gehirn keinen Zugriff hat. Also über die Erfahrung von unterschiedlichen Ereignissen im gleichen Raum und in gleicher Zeit. Das heißt, es ist auch kein Gespräch. Rutschen die Hände. Rutschen die Hände.